Der Kanal, der die Marne und den Rhein verbindet, zählt in Frankreich wohl zu den Highlights. Beginnend in Straßburg gelangt man über Nancy ins Landesinnere. Dieser Kanal eröffnet mehrere Möglichkeiten zur Weiterfahrt. So gelangt man etwa über die Saar, den Saarkanal, über die Maas und den Maaskanal und über die Mosel in weitere herrliche Landschaften Europas. In unserer Reportage besprechen wir den Abschnitt, der aus Straßburg durch das Stadtgebiet und das Ballungszentrum hinaus in eine liebliche und sanfte Landschaft führt, bis er langsam bis zu den Bergen bei Saverne hin ansteigt. Dort sind dann auch die besonderen Highlights dieser Wasserstraße zu finden. Zuerst geht es einmal vorbei am Europäischen Parlament und nach Stunden der Fahrt durch die Stadt kommt man hinaus in eine liebliche und sanft gewählte Landschaft. Hier wollen wir gleich den ersten guten Tipp platzieren. Versorgen Sie sich in Straßburg wirklich ausreichend mit Lebensmitteln und anderen Dingen, denn je weiter Sie auf das Land hinauskommen, umso schwieriger wird die Versorgungssituation. Es kann dann schon Tage dauern, bis Sie wieder zu einer Einkaufsmöglichkeit kommen. Der Übergang aus dem Ballungszentrum in die offene Landschaft ist fließend. Aber dann eröffnet sich langsam der eine oder andere Blick auf die Ebenen des Umlandes. Nach einigen Stunden und vielen Schleusen erreicht man schließlich Waltenheim. Hier unser zweiter Tipp. Planen Sie Waltenheim mindestens als Zwischenstopp oder gar für die Übernachtung ein. Hier ist eine sehr gepflegte Anlegestelle mit Wasser und Strom vorzufinden und auch ein empfehlenswertes Gasthaus liegt direkt an der Schleuse. Mit einheimischen Spezialitäten werden Sie hier verwöhnt. Und es gibt ja auch noch das einheimische Bier, das Meteor. Ganz abhängig von der Jahreszeit und den Schulferien sind die französischen Kanäle zeitweilig sehr stark befahren. Der Grund ist einfach, denn in Frankreich kann jeder, der mit einigem Geschick ausgestattet ist und es sich zutraut, ein Boot oder Hausboot mieten und auf allen Kanälen fahren. Die Bestimmungen sind somit wesentlich einfacher als in Deutschland und Österreich. Und trotzdem noch ein guter Tipp, wenn Sie mit dem eigenen Boot unterwegs sind, achten Sie darauf, dass wirklich alles in Ordnung ist. Dass alle Papiere passen, die Schwimmwesten ein gültiges Prüfzeugnis haben und so weiter. Denn die Kontrollen durch die Wasserpolizei sind stets sehr streng. Und noch ein wichtiger Tipp vor der Abfahrt. Vergessen Sie nicht, eine Vignette zu lösen. Denn hier zahlen Sie, wie auf Autobahnen in Österreich, eine Benutzungsgebühr, also de facto Maut, für die Benutzung der Kanäle und die Fahrten auf Flüssen. Die gesamte Fahrt von Straßburg nach Saverne verläuft im Prinzip in einer flachen Landschaft, aber trotzdem sind einige Schleusen zu bewältigen. Die Abstände zwischen ihnen sind teilweise sehr kurz und Schleusen liegen oft in Sichtweite. Hier sehen wir im Hintergrund langsam die Vogesen näher kommen, was Sie vom Boot aus natürlich noch nicht erkennen können. Denn ab Saverne geht es dann tatsächlich in eine bergige Region. Saverne ist einer der wichtigsten und am meisten besuchten touristischen Orte am Kanal. Hier sind die Bootsverleiher zu finden, ein großer Hafen, ein breites kulinarisches Angebot, wie auch kulturelle Möglichkeiten bieten sich hier an. Saverne ausgiebig zu besichtigen, lohnt sich allemal. Und wieder ein guter Tipp. Spätestens hier sollten Sie auch Ihre Vorräte wieder auffüllen, denn ab hier werden Sie längere Zeit kaum noch irgendwo Geschäfte vorfinden. Es gibt Regionen, in denen es für mehrere Orte ein einziges Geschäft gibt, das noch dazu nur von 7 bis 12 Uhr offen hat. Und dieses Geschäft müssen Sie dann schon auch noch finden. Da ist dann nichts mehr mit zu Fuß einkaufen gehen und wir fanden ein Geschäft nur mit dem Begleitauto. Und hier gleich noch ein guter Tipp für Autofahrer. Tanken Sie frühzeitig und wenn Sie Gelegenheit dazu haben, denn auch Tankstellen sind in dieser Region sehr dünn gesät.
Der große Hauptplatz von Saverne beeindruckt mit dem stattlichen Schloss und liegt in unmittelbarer Nähe zur Schleuse. Diese ist eine Attraktion, denn selten kommen Touristen den schleusenden Booten so einfach so nahe. Und wer genug Zeit hat, um zuzuschauen, findet direkt an der Schleuse ein Café mit Gastkarten direkt an der Schleusenkammer. Gleich nachdem man diese Schleuse hinter sich hat, beginnt ein langgezogenes Tal, das von dichten Wäldern bewachsen ist. Auf diesem Abschnitt des Kanals sind die Schleusen in sehr kurzen Abständen, denn es gibt auch einige Höhenmeter zu überwinden. In der Hauptsaison muss man sich daher für diesen Kanalabschnitt entsprechend lange Zeit nehmen. Die Schleusen sind prinzipiell automatisch gesteuert, teilweise unterschiedlich zu bedienen, und in manchen Abschnitten bekommt man eine Fernsteuerung, mit der man sich bei der Schleuse anmeldet. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass der Service rund um die Schleusen sowie bei den Anlegestellen vorbildlich ist. Die offiziellen Anlegestellen und Häfen verfügen über Wasser- und Stromanschlüsse und teilweise über Dusch- und WC-Anlagen. Strom und Wasser werden teilweise über Säulen mit Münzeinwurf oder über Kreditkarte an den Anlegestellen bezahlt. In manchen Fällen aber ist auch noch ein Hafenmeister vorhanden, bei dem persönlich bezahlt werden kann. Einige Anlegestellen sind auch ohne Strom- und Wasserversorgung, also nur für gut ausgestattete Boote mit eigener Stromversorgung als Übernachtungspunkt zu empfehlen. Dafür aber sind diese kaum besucht und man ist hier alleine, oft in schöner Natur. Entsprechende Fachliteratur vor der Reise zu besorgen, ist also angeraten. Nach dieser schleusenreichen Strecke erreichen Sie Lutzelburg. Wir empfehlen, dass Sie hier Station machen oder gar übernachten, denn hier gibt es zwei große Anlegestellen, Strom und Wasser und auch empfehlenswerte Gastronomie. Und wer sich für Ruinen und Burgen interessiert, wird mit der Festung oberhalb des Ortes seine Freude haben. Und wieder ein Tipp von uns: Die allerwichtigsten Grundnahrungsmittel, vor allem Baguettes für das Frühstück, bekommen Sie im Tabakgeschäft, denn sonst gibt es hier keine Einkaufsmöglichkeit. Wenn Sie mehr oder spezielle Dinge brauchen, müssten Sie schon mehr als 5 Kilometer weit zum nächsten Ort fahren und den nächsten Supermarkt dann auch erst einmal finden. Und fahren bedeutet in diesem Fall mit dem Fahrrad oder mit dem Auto relativ lange steil bergauf. Verbunden mit der üblichen Suche, denn es gibt selten Ausschilderungen für Supermärkte oder Tankstellen und das kann dann schon einige Verzögerungen bringen. Ganz im Gegensatz dazu ist die Information über den Kanal und seine Streckenabschnitte hervorragend.
Von Lutzelburg geht es nun in die interessantesten Abschnitte dieses Kanals. Wieder durch ein gewundenes und bewaldetes enges Tal geht es über einige Schleusen voran bis zum Schiffshebewerk und kurz danach zu den beiden Tunnelpassagen. Nach der Fahrt durch das enge geschwungene Tal kommt man plötzlich in das Wartebecken des Schiffshebewerks. Diese imposante Anlage wurde gebaut, um eine Schleusentreppe, die man etwas weiter vorne passiert und die nunmehr außer Betrieb ist, zu ersetzen. Mehr als 40 Meter werden auf einem Schlag überwunden und sehr viel Zeit wird eingespart. Wer aber genügend Zeit hat, sollte die Gelegenheit zu einer genaueren Besichtigung nutzen, denn es gibt auch ein Besucherzentrum und diese steht auch für Autofahrer und Reisegruppen zur Verfügung. Diese technische Meisterleistung wird sogar von Reisegruppen sehr rege besucht. Diesen Streckenabschnitt haben wir gemeinsam mit einem Ehepaar, das wir in Lutzelburg kennengelernt hatten, absolviert. Die beiden sind mehrere Monate im Jahr mit ihrem Boot in Frankreich unterwegs und dementsprechend erfahren. Auch wir konnten uns ein paar kleine Tricks abschauen, die das Schleusen wesentlich erleichtern. Man muss überhaupt sagen, dass entlang der Kanäle die Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft der Menschen sehr groß ist. Seien es nun die Einheimischen oder jene, die selbst mit dem eigenen Boot auf der Reise sind, sie alle sind freundlich und bemühen sich zu helfen, wenn immer es nötig ist. Nach der Ausfahrt aus dem Schiffshebewerk führt der Kanal an einem Berghang entlang und von der Bergstraße aus hat man mehrmals den Blick auf dieses Bauwerk. Es dauert nicht lange, so etwa 20 Minuten und man kommt zu der Tunnelanlage von Arzwila. Wenn man bedenkt, wie alt diese Bauwerke sind, muss man wirklich den Hut vor der technischen Leistung dieser Zeit ziehen. Auch wenn der Tunnel beleuchtet ist, muss man sich hier sehr konzentrieren, denn abschnittsweise sind immer wieder Leuchten defekt. Nach dem ersten und längeren Tunnel folgt ein in Stein gehauenes Tal, in dem auch die Eisenbahn fährt. Und bald folgt der etwas kürzere Tunnel und diese besonders interessante Stelle ist bewältigt. Dieser Streckenabschnitt wird abwechselnd als Einbahn geführt, ist durch Ampeln geregelt und auch gut überwacht. Nachdem man noch die in den Stein gehauene Passage bewältigt hat, öffnet sich eine weite Landschaft mit riesigen Agrarflächen. Ab nun geht es wieder etwas gemütlicher voran, die Abstände zwischen den Schleusen sind jetzt wieder größer und bald schon beginnt die Talfahrt. Entlang dieses Abschnittes sind wieder einige Anlegestellen und Häfen zu finden, aber auch einige besonders schöne Stellen, die zum Verweilen einladen. Und das haben wir auch genutzt, denn man darf an den Kanälen überall anhalten, wenn es nicht gerade eine Engstelle ist. Hier ein weiterer Tipp. Für Boote sind Erdanker vorgeschrieben und damit können sie grundsätzlich überall festmachen, sogar über Nacht bleiben. In dieser abgelegenen Gegend stört es auch niemanden, dass man sein Stromaggregat anwirft, um, wie wir es gelegentlich taten, Kaffee zu kochen oder Akkus aufzuladen. Der Landstrich entlang dieses Streckenabschnittes ist sehr dünn besiedelt. Riesige Agrarflächen und wenige Gehöfte, einige kleine Dörfer. Mehr ist hier nicht zu finden. Immer wieder einmal stößt man auf interessante Kanalbauwerke wie diese Brücke über einen kleinen Fluss und eine Landstraße. Ein Stück weiter haben wir dann wieder Halt gemacht und sind in das Land hineingefahren, um Ihnen einmal zu zeigen, wie es dort aussieht. I
Unsere nächste Übernachtungsstation war der Hafen von Sainte-Marie bzw. bei La Garde. Auf der Tafel fanden wir den Hinweis auf ein interessantes Industriedenkmal und das besuchten wir dann auch. Mitten in die endlose Landschaft wurde in den 1930er Jahren eine Schuhfabrik samt Arbeitersiedlung hineingestellt. Dieses Werk war zu seiner Zeit revolutionär. Es wird heute noch für die industrielle Entwicklung der Region als Herzeigebeispiel erwähnt. Der neu gegründete Ort wurde nach der Schuhmarke Bata benannt und nennt sich noch heute Bataville. Zur Blütezeit arbeiteten hier 2200 Arbeiter und fertigten im Tag 25.000 Paar Schuhe. Freilich, heute ist das Werk geschlossen und im Ort stehen zahlreiche Häuser leer, sind billig zu kaufen. Ein paar kleinere Betriebe haben dem Werk wieder etwas Leben eingehaucht, doch nur ein Wunder kann hier wieder für eine volle Belegung sorgen. Nun zurück zum Schiff und auf den Kanal. Durch eine liebliche und ruhige Landschaft bewegen wir uns langsam auf die Ballungszentren im Großraum von Nancy zu. Erste kleinere Ortschaften künden von der wieder stärkeren besiedelten Gegend und der nahen Großstadt. Spätestens in Sommervilla sollten Sie die letzte Übernachtung einlegen, denn am weiteren Weg nach Nancy oder in eine der anderen Regionen sind ruhige Plätze länger nicht mehr zu finden. Diese Anlegestelle ist jedoch nur für Selbstversorger mit eigener Stromquelle zu empfehlen, sonst stoppen Sie zwei Schleusen früher in der Marina. Der nun folgende Abschnitt weiter nach Nancy ist eine Fahrt von einem halben Tag. Im Hafen von Nancy sollte man unbedingt festmachen, um die Stadt zu erkunden. Es gibt auch eine kostenfreie Anlegestelle, die an das Hafenbecken anschließend im Kanal liegt. Dort gibt es aber keinen Strom und auch kein Wasser. Sie haben hier also die Wahl, wie Sie eventuell die Nacht verbringen wollen. Nancy ist seit jeher ein wichtiger Handelsplatz und Verkehrsknotenpunkt. Wichtige Straßenverbindungen, Bahnverbindungen wie der Kanal bilden hier einen Knotenpunkt. Und von hier aus geht es in alle möglichen Regionen weiter. Somit ist diese Stadt ein Begegnungszentrum. Aber manchmal auch trennen sich hier die Wege. Nach der gemeinsamen Fahrt verabschiedeten wir uns von unseren französischen Freunden, die es weiter in den Süden zog. Aber auch unsere Fahrt wird weitergehen. Wir werden weiter in das Landesinnere kommen. Wir werden die Champagne sehen. Wir werden die Loire-Schlösser sehen. Wir kommen nach Paris und irgendwann geht es ans Meer.